So, herzlich willkommen zu einem Tutorial zum Thema Müdigkeit und Nachtspielzüge. Die beiden Dinge hängen ja unmittelbar zusammen, deswegen macht es Sinn, die in ein Video zu packen. Ich beginne mit dem Thema Müdigkeit. Die Müdigkeit in den Tillerspielen stellt eben nicht nur so richtig physische Müdigkeit dar, Erschöpfung, sondern auch ein bisschen so psychologisch Combat Stress, Battle Stress, ja. Und Müdigkeit ist oft ein Thema, das man als neuer Spieler ein bisschen unterschätzt, weil man eben ein bisschen unterschätzt auch, dass die Szenarien über zwei, drei Tage gehen, ja. Und am Tag 1 denkt man sich, ah, Müdigkeit ist alles im grünen Bereich, super, ja. Tag 2 schafft man es dann nicht mehr in den grünen Bereich zurückzukommen, sondern ist immer schon im gelben Bereich. Und am Tag 3 wird es dann überhaupt schlimm, ja. Also das läppert sich über die Tage hinweg, ja. Das sollte man nicht unterschätzen. Weil das kann einem dann Tag 3, Tag 4 das Genick brechen. Insofern schaut's, habt ein Auge drauf, schaut, dass ihr die Einheiten ein bisschen rotieren lasst, schaut, dass sie sich in der Nacht gut erholen können. Ja? Also ein Wort der Warnung vorweg. Okay. Also, Müdigkeit könnt ihr jederzeit bei euren eigenen Einheiten hier sehen, als Fatigue. Eine wichtige Mitteilung. Bei gegnerischen Einheiten seht ihr das nicht. Also die Müdigkeit bleibt dem Gegner verborgen. Das kann sehr wichtig sein. Gut, also wir haben da eine gewisse Anzahl an Müdigkeitspunkten für jede Einheit. Und wie immer ist das in so einem Farbcode gehalten. Das heißt, weiß ist der Idealzustand. Das sind 0 Müdigkeitspunkte hier. Der nächste Zustand wäre dann grün. Das reicht von 1 bis 99 Müdigkeitspunkten. Da gibt es noch keine negativen Auswirkungen. Das ist noch in Ordnung. Der nächste Zustand wäre dann gelb, hier zwischen 100 und 199 Punkten. Und da gibt es jetzt die ersten negativen Effekte. Also wir haben minus 10% Feuerkraft und auch minus 1 Moral. Das könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Diese Einheit hätte eigentlich von Haus aus Moral D. Jetzt ist sie aber schon im gelben Müdigkeitsbereich. Deshalb wird ihre Moral von D auf E um ein Level abgesenkt. Ja. Der nächste Bereich wäre dann der rote Bereich. Der reicht von 200 bis 299 Müdigkeitspunkten. Da habe ich jetzt kein Beispiel auf der Karte, aber das müsst ihr euch halt vorstellen. Das wäre dann rot geschrieben. Da haben wir minus 20% Feuerkraft und minus 2 auf die Moral. Und dann gibt es noch das Maximum an Müdigkeit, wären 300 Punkte. Also über 300 Punkte hinaus geht es nicht mehr. Ja, das ist das Maximum. Aber wenn wir eben 300 Müdigkeit haben, dann haben wir minus 40% Feuerkraft und minus 4 Moral. Ja, also das ist ganz extrem. Und auch mit diesen Moralzuständen verbunden ist auch eine Einbuße der Nahkampfkraft, wobei das ein bisschen eine kompliziertere Geschichte ist. Da verweise ich auf mein Sturmangriff-Video zurück. Weil wir haben ja gelernt, dass für den Angreifer quasi die schlechteste Einheit gewertet wird und für den Verteidiger die beste Einheit. Und da spielt eben auch die Müdigkeit eine Rolle dann, ja. Aber wie gesagt, das ist komplizierter, da verweise ich auf das Sturmangriffsvideo zurück. Was noch mit diesen 300 Müdigkeitspunkten verbunden ist, ist die Gefahr, dass die Einheit broken wird. Eine Einheit, die bereits disrupted ist und 300 Müdigkeitspunkte hat und dann einen Moraltest verpatzt, wird broken. Das heißt, die verfällt wirklich in Panik und ist kampfunfähig. Eine solche Einheit hat dann keine Kontrollzone mehr. Sie kann nicht mehr feuern. Es kann sein, dass sie sich einfach weiter bewegt, falls sie unter Feuer gerät. Und eine Headquarter-Einheit, die broken ist, hat keine Kommandoreichweite mehr. Okay, wir wissen jetzt also, es gibt eben die verschiedenen Levels an Müdigkeit und je größer die Müdigkeit, umso stärker die Auswirkungen auf die Feuerkraft, auf die Moral und auch auf den Nahkampf. Jetzt müssen wir natürlich wissen, unter welchen Umständen sammelt man Müdigkeit an, wie schnell geht es. Da gibt es also grundsätzlich sammeln Einheiten in zwei Fällen Müdigkeit an. Der erste Fall ist, es sind einfach Kampfhandlungen. Also wenn die Einheit Verluste erleidet, dann erhöht sich auch die Müdigkeit. Die zweite Möglichkeit, warum eine Einheit Müdigkeit erleidet,
ist nächtliche Tätigkeit. Also wenn man die Einheiten in der Nacht aktiv sein lässt, dann sammeln sie Müdigkeit an. Ein kleiner Hinweis, das ist nicht in allen Tealer-Spielen so. Da muss man nachschauen oder kann man nachschauen unter Optional Rules. Und da hat man dann die Information, wenn hier ein Häkchen ist bei Night Fatigue, dann ermüden Einheiten in der Nacht, wenn sie irgendwas machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es keine Müdigkeit durch nächtliche Aktivität. Okay, gehen wir die beiden Möglichkeiten durch. Also ich habe gesagt, Kampfhandlungen und nächtliche Tätigkeit. Schauen wir uns zuerst die Kampfhandlungen an. Immer wenn eine Einheit Verluste erleidet, dann sammelt sie gleichzeitig auch Müdigkeit an. Wie viel Müdigkeit so eine Einheit ansammelt, hängt erstens ab von der Qualität der Einheit. Also je besser die Einheit, umso weniger Müdigkeit sammelt sie an. Zweitens freilich von der Anzahl der Verluste. Je mehr Verluste, desto mehr Müdigkeit. Und drittens auch von der Größe der Einheit. Da meine ich jetzt Kompanie-Äquivalente. Also in anderen Worten, was kann man sich darunter vorstellen? So eine einzelne Kavallerieschwadron erleidet tendenziell mehr Müdigkeit pro Verlust als ein Bataillon. Ja. Also wir haben schon gelernt, diese kleinen Einheiten, also etwa die einzelnen Tschetnik-Kompanien, das sind diese Partisanen, oder auch einzelne Pionierkompanien oder eben einzelne Kavallerieschwadronen, die erleiden ja im Feuerkampf weniger Verluste, weil sie kleiner sind. Das haben wir schon gelernt im Feuerkampf, ja. Aber sie sammeln trotzdem verhältnismäßig mehr Müdigkeit an. So, ich habe jetzt da ein Beispiel mitgebracht. Und zwar werden wir schauen, was passiert, wenn wir mit einem Bataillon erstens auf eine einzelne Schwadron schießen. Und zweitens, was passiert, wenn wir mit so einem Bataillon auf ein gegnerisches Bataillon, also eine große Einheit, feuern? Ja, wir schauen uns das an. Beide Zieleinheiten haben jetzt noch 0 Müdigkeit. Jetzt schauen wir, was passiert. Ob die unterschiedlich viel Müdigkeit anhäufen. So, wir haben hier 8 Verluste verursacht, sehen aber, dass die Einheit 21 Müdigkeitspunkte angehäuft hat. Jetzt kann man schauen. Durchschnitt wären das also 2,6 Müdigkeitspunkte pro Verlust, wenn man das ausrechnen würde. Ja. Das ist relativ viel. Im Vergleich, jetzt schauen wir, was passiert, wenn wir auf das Bataillon schießen, also auf eine große Einheit. So, da haben wir 8 Verluste zugefügt und die Einheit hat 12 Müdigkeitspunkte dazu erhalten. Ja. Das heißt, hier haben wir einen Durchschnitt nur von 1,5 Müdigkeit pro Verlust. Ja, also ihr seht, so eine kleine Einheit, die sammelt verhältnismäßig pro Verlust mehr Müdigkeit an als eine große Einheit. Ja, das kann man sich auch genau ausrechnen, wenn man ins Handbuch schaut, wenn man das wissen will. Und zwar liegt das Spektrum für so eine kompaniegroße Einheit zwischen 0 und der Anzahl an Verluste mal 4,5. Ja. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt, wenn die Einheit 2 Verluste erleidet, dann erhält sie zufällig zwischen 0 und 4,5 mal 2 wäre 9, zwischen 0 und 9 Müdigkeitspunkte dazu. Für so große Einheiten liegt das nur zwischen 0 und der Anzahl der Verluste mal 1,5. Also da hättet ihr wenn so eine Einheit hier 2 Verluste hinnehmen muss, dann würde sie zwischen 0 und 3 Müdigkeitspunkte dazu erhalten. Jetzt kann man fragen, warum ist das so? Das liegt vor allem daran, dass das Spiel da auch ein bisschen den Umstand ausbalanciert, dass die kleinen Einheiten ja von Haus aus weniger Verluste erleiden im Feuerkampf. Da gibt es eben diesen Dichte-Modifikator, den habe ich im Feuerkampf-Video beschrieben. Und dieser erhöhte Müdigkeitszuwachs sorgt eben dafür, dass die kleinen Einheiten, obwohl sie weniger Verluste erleiden, trotzdem auch müde werden. Ja, das heißt, die muss man dann auch häufiger austauschen. Und es ist auch ein bisschen so ein Nachteil, wenn man eben Einheiten zu stark aufsplittet, halten die auch weniger aus dafür. Ja.
Okay, das war also die eine Art, wie Einheiten Müdigkeit ansammeln können durch Kampfhandlungen. Dann gibt es aber noch eine zweite Art, und zwar ist das nächtliche Tätigkeit. Wenn Einheiten in einem Nachtspielzug aktiv sind, dann sammeln sie auch Müdigkeit an. Klingt eh logisch. Gut, wie weiß ich jetzt, ob ein Nachtspielzug ist? Einerseits steht das im Command Report. Elite Powers Command Report, Night Turn, steht hier. Ja, wir sehen das auch hier, Night, wir haben nur ein Hex Sichtweite und da in dem Tageslichtanzeiger seht ihr das auch. Also dieser rote Bereich ist der derzeitige Spielzug und da der jetzt im schwarzen Teil dieses Balkens ist, sagt uns das aus, dass es eben Nacht, dass wir gerade Nacht haben. Ich gebe euch den Tipp, am leichtesten kann man sich das immer durchrechnen, wenn man da hier schaut unter den Parametern. Da hat man nämlich dann die Angabe ab 18 Uhr, jetzt haben wir es gerade 18 Uhr, ist Nacht und ein Nachtspielzug dauert 6 Stunden, hingegen ein Tagspielzug 2 Stunden und der Tag beginnt um 6 Uhr. Also mit diesen vier Informationen kann man sich das alles gut ausrechnen. Ja. Also wir haben jetzt 18 Uhr, deswegen ist jetzt der nächste Spielzug ist ein Nachtspielzug, der dauert 6 Stunden bis 0 Uhr. Der nächste, der zweite Nachtspielzug dauert eben von 0 bis 6 Uhr. Und dann haben wir zwischen 6 und 18 Uhr haben wir 6 Tagesspielzüge à 2 Stunden. Also das kann man sich dann eben mit diesen Informationen, mit den vier Informationen kann man sich das auch leicht ausrechnen immer. Okay, also, ich habe gesagt, wenn eine Einheit aktiv ist. Jetzt stellt sich die Frage, was zählt alles als Aktivität? Erstens ist es eh klar, bewegen und auch das Umformieren. Also falls ich eine Einheit vom Travel-Modus in den Deployed-Modus umstelle oder umgekehrt, zählt das als Tätigkeit. Es zählt natürlich als Tätigkeit, wenn die Einheit auf einen Feind feuert, egal ob durch den Spielerbefehl oder durch Opportunity Fire, aber auch wenn die Einheit unter Feuer steht. Passiv. Also wenn der Gegner auf meine Einheit feuert, zählt das auch für meine Einheit als Aktivität und sie wird zusätzlich Müdigkeit nehmen in der Nacht. Ja. Es zählt als Tätigkeit, wenn ich die Einheit verschanzen lasse oder wenn sie gerade eine Brücke ab- oder aufbaut. Es zählt als Tätigkeit, wenn ich die Recon Spotting Ability einsetze. Also wenn ich bei einer Kavallerieeinheit diese Aufklärungsfähigkeit benutze, zählt auch als Tätigkeit, falls ich in diesem Spielzug der Einheit diesen Patrouillenbefehl gebe, Toggle Patrolling. Ja, also falls ich sie in diesen Patrouillenzustand versetze, aber es zählt nicht als Tätigkeit, falls die Einheit schon in diesem Patrouillenzustand ist. Ja, den kann sie problemlos aufrechterhalten, das zählt dann nicht als Tätigkeit. Nur wenn sie eben ausschicken muss, ihre Patrouille in dem Zug, dann zählt es als Tätigkeit. Was auch nicht als Tätigkeit zählt, ist das Aufrechterhalten oder das Unterhalten einer Brücke. Also jetzt hier die Pioniere hier zum Beispiel, die haben da Haze Bridge, das heißt, die halten gerade die Pontonbrücke hier aufrecht. Das zählt in der Nacht nicht als Tätigkeit. Es zählt ja nur als Tätigkeit, wenn sie versuchen, diese Brücke erst aufzubauen oder wenn sie sie wieder abbauen würden. Ja. Okay. Und wenn jetzt eine Einheit so eine Tätigkeit unternimmt in der Nacht, in einem Nachtspielzug, dann erleidet sie zufällig zwischen 0 und Fatigue Recovery mal 4 Müdigkeit. Also in unserem Fall wäre das ein zufälliger Müdigkeitszuwachs zwischen 0 und 40 Punkte. Ja, da ist ein großer Zufälligkeitsfaktor drin. Ja, das ist so. Wir können das jetzt auch einmal testen. Also ich habe jetzt da fünf Einheiten einfach aufgereiht. Die haben jetzt alle 0 Fatigue. Und wir werden jetzt alle mal in der Nacht eine Tätigkeit machen lassen, indem wir alle einfach nur umformieren. Das zählt ja wie gesagt als Tätigkeit. So, und was ihr da auch seht, diese Müdigkeit kommt nicht sofort dazu. Diese Müdigkeit aufgrund nächtlicher Aktivität wird erst zu Beginn des nächsten Spielzugs draufgeschlagen. Das ist ein bisschen gemein, weil man sieht quasi die Konsequenzen der eigenen Handlungen nicht sofort eigentlich. Ja. Aber das muss man also im Hinterkopf behalten. So, jetzt beenden wir den Zug. So, und da haben wir jetzt auch im Command Report, es ist noch immer ein Nachtzug, weil wir haben zwei Nachtzüge,
Fünf Einheiten haben Fatigue, Müdigkeit angesammelt. Das sind jetzt die fünf Einheiten hier, die wir eben in der Nacht aktiv sein lassen haben. Ja. So, und jetzt schauen wir uns das an. Sie müssen also alle einen zufälligen Wert zwischen 0 und 40 dazu bekommen haben. Die hat 21 bekommen, 18, 18, 27, 24. Also ihr seht, das sind zufällige Werte zwischen 0 und 40. Die Ansammlung von Müdigkeit in der Nacht aufgrund von nächtlicher Tätigkeit, die ist auch nicht wirklich in allen Tiller-Spielen so, aber in den meisten. Ja, das könnt ihr dann kurz nachschauen in anderen Spielen. Da schaut ihr unter Optional Rules. Und dann kommt es auf dieses Häkchen hier an, Night Fatigue. Wenn hier kein Häkchen wäre, dann würden die Einheiten in der Nacht keine extra Müdigkeit ansammeln. Da könnt ihr mit den Einheiten in der Nacht machen, was ihr wollt. Ja. Okay, also Einheiten, die in der Nacht aktiv sind, die werden extra müde. So, und das ist jetzt etwas schlimmer, als man vielleicht annehmen will, weil im Umkehrschluss Einheiten, die in der Nacht rasten, erholen sich viel besser von Müdigkeit. Das heißt, falls die eigenen Einheiten aktiv sind und die gegnerischen rasten, hat man sehr schnell einen großen Unterschied bei der Müdigkeit zwischen den Einheiten. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Und damit kommen wir jetzt auch gleich zur Frage, wie sich Einheiten erholen von Müdigkeit. Das ist auch ganz einfach zu beantworten eigentlich, indem man sie nichts machen lässt. Indem sie also einen Spielzug lang rasten. Indem sie also genau die Tätigkeiten vermeiden, die ich jetzt gerade gesagt habe. Also nicht bewegen, nicht umformieren, nicht feuern, nicht unter Feuer stehen selbst, keine Patrouillen aussenden, nicht verschanzen, keine Brücken bauen. Es ist aber okay, Brücken aufrechtzuerhalten oder bereits ausgesendete Patrouillen weiter zu unterhalten. Alles andere zählt als Tätigkeit und dadurch rastet die Einheit nicht. Eine bei Tag rastende Einheit erholt sich zufällig zwischen 0 und Fatigue Recovery mal 2 Müdigkeit. Also man kann eben zwischen 0 und 20 Müdigkeit verlieren, wenn man tagsüber einen Tagspielzug lang rastet. Das funktioniert genauso wie das Ansammeln von Müdigkeit. Das ist dann erst zu Beginn des nächsten Spielzugs, sieht man das dann. Eine Einheit, die in der Nacht rastet, die erholt sich zufällig zwischen 0 und Fatigue Recovery mal 4. Also zwischen 0 und 40 Punkte. Das Erholungspotenzial in der Nacht ist quasi verdoppelt. Ja. Wenn man Pech hat, sind es trotzdem nur 2 Punkte. Das kann passieren. Also ist relativ viel Zufall hier mit dem Spiel. Und jetzt noch ein ganz wichtiges Wort, was ich jetzt auch erst zufällig eben im Zuge dieses Tutorials wirklich herausgefunden habe. Man kann diese Nachtrast, die beginnt bereits im ersten Nachtspielzug. Das heißt, wenn man eine Einheit im letzten Tagspielzug quasi schon nichts machen lässt und rasten lässt, hat sie schon ein verdoppeltes Erholungspotenzial dann hier. Ja? Also man hat quasi drei Erholungschancen in der Nacht. Hier, hier und hier wäre das. Ja, das habe ich jetzt auch erst herausgefunden. So, auch das können wir jetzt eigentlich schauen. Wir haben jetzt einen Nachtspielzug, also haben wir großes Erholungspotenzial. Wir werden jetzt nichts mit diesen Einheiten machen, damit sie als rastend zählen. Und jetzt schauen wir, was dann passiert. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 21, 18, 18, 27, 24 Punkte. Schauen wir, was passieren wird. So, 16, das waren vorher 21, 4, da haben wir uns sehr stark erholt, sehr gut erholt, 7, 27 ist nicht so berauschend, 17. Also ihr seht, wir haben uns da mit allen Einheiten ein bisschen erholt und ich glaube, das sollte auch im Command Report genau steht da, 4 Units Recovered Fatigue. Okay, zusammenfassend, Einheiten erleiden Müdigkeit durch Kampfhandlungen. Da kommt es eben auf die Qualität der Einheit an, auf die Anzahl der Verluste, die sie erleidet und auf die Größe der Einheit. Oder Einheiten erleiden auch Müdigkeit, wenn sie in der Nacht aktiv sind. Einheiten erholen sich von Müdigkeit, wenn sie rasten. Ja, am Tag haben wir ein gewisses Erholungspotenzial, in der Nacht ist dieses Erholungspotenzial verdoppelt.
Und jetzt kann man daraus schon ein paar interessante Taktiken vielleicht ableiten. Ja. Wie gesagt, falls man es schafft, dass die gegnerischen Einheiten in der Nacht beschäftigt sind, die eigenen Einheiten aber rasten können, dann kann man, wenn man ein bisschen Glück auch hat, schon ganz große Unterschiede in der Müdigkeit erzielen. Ja. Also wenn ihr bedenkt, 40 Punkte Müdigkeit maximal pro Nachtspielzug kann man sich erholen oder an Müdigkeit dazu gewinnen. Ja. Das heißt, da ist ein Potenzial von 80 Unterschied drin pro Zug. Ja, das kann sehr schnell schwerer ins Gewicht fallen. Das heißt zum Beispiel, die eigene Artillerie kann ein Mittel sein, um dem Gegner keine Nachtruhe zu gönnen. Ja, einfach in der Nacht drauf feuern und dadurch verhindern wir, dass sich der Gegner erholen kann. Oder Partisanen eignen sich da natürlich auch sehr gut. Ja, einfach in der Nacht dranschieben und auf den Gegner feuern. Man braucht gar nicht viel Verluste verursachen. Hauptsache, der Gegner kann sich nicht erholen. Kavallerie ist dazu natürlich auch in kleinerem Ausmaß in der Lage. Ja. Also gibt es ganz interessante Taktiken und natürlich auch Gegentaktiken. Ja, also man muss schauen, dass man die Einheiten möglichst gut abschirmt in der Nacht. Vielleicht auch eben die Frontlinie etwas weniger stark besetzt, damit sich Einheiten im Rückraum etwas besser erholen können. Ja, da gibt es ganz interessante Möglichkeiten. Okay, so viel zum Thema Müdigkeit. Es gibt aber auch noch natürlich andere Auswirkungen der Nacht. Ja, erstens habe ich ja schon erwähnt, die Sichtweite ist auf ein Hex beschränkt. Lustigerweise hat die Nacht keinerlei Auswirkungen auf die Feuerkraft. Also es ist nicht so, dass die Feuerkraft der Einheiten gesenkt würde. Die bleibt gleich, nur die Sicht ist halt beschränkter. Ein Punkt ist der, dass disruptete Einheiten in Nachtspielzügen nur 2 Drittel ihres normalen Bewegungsbudgets haben als Grundbewegungsfähigkeit. Das heißt, sie können sehr wohl dann noch dreimal feuern, sie können auch Sturm angreifen, bloß sie können sich weniger weit bewegen in der Nacht. Das ist einmal ein Punkt. Ein zweiter Punkt, wenn man mit einer Einheit in der Nacht im Sturmangriff angreift, erleidet man doppelt so viel Müdigkeit wie normal. Ja? Also wir wissen schon, Angreifer leiden ja ohnehin mehr Müdigkeit, aber bei Nacht ist das noch einmal verdoppelt. Das heißt, ein nächtlicher Angriff lässt eine Einheit in der Regel völlig ermüdet zurück. Da muss man dann aufpassen, wenn man sehr anfällig gegenüber Gegenangriffen ist dann. Ja. Also der Müdigkeitszuwachs für den Sturmangriff ist erhöht. Und nicht nur das, sondern es kommt sogar noch schlimmer. Das ist jetzt Erster Weltkrieg spezifisch, glaube ich. Das ist nicht bei allen Titeln so. Und zwar, falls ein Sturmangriff erfolgreich ist in der Nacht und ich den Gegner also aus dem Hex heraus verdränge, weil alle gegnerischen Einheiten disrupted sind und zumindest eine angreifende Einheit nicht, dann disrupten trotzdem alle erfolgreichen Einheiten dann halt im Zielhex. Ja? Also wir verdrängen den Gegner zwar womöglich, ja, aber unsere nachrückenden Einheiten werden dann trotzdem disrupted. Ich kann jetzt versuchen, das zu demonstrieren. Schauen wir mal, ob das klappt. Also ich greife jetzt mit zwei relativ frischen Infanteriebataillonen hier diese eine Kavallerieschwadron an. Wir haben einen Nachtspielzug, das heißt, wir werden viel Müdigkeit nehmen und sollten, falls wir den Gegner erfolgreich verdrängen, trotzdem disrupten. Schauen wir gleich einmal. So, und da haben wir jetzt eben den Fall, der Angriff war erfolgreich, der Gegner ist nämlich disrupted und zumindest eine unserer Einheiten war dann noch nicht disrupted. Sonst wäre der Angriff ja fehlgeschlagen und wir würden immer noch hier stehen. Also wir sind dann nachgerückt und dann sind aber trotzdem alle Einheiten, die noch nicht disrupted waren, disrupted. Das heißt, wir stehen jetzt hier mit relativ viel Müdigkeit da und beide unserer Einheiten sind disrupted. Also nächtliche Angriffe sind natürlich gefährlich, weil sie dann leicht wieder durch einen Gegenangriff zurückgeworfen werden können. Der große Vorteil bei so einem nächtlichen Angriff, das vielleicht nur kurz als Hinweis, ist natürlich, dass wir uns da viel Gelegenheitsfeuer sparen können durch Artillerie und durch MGs, weil die Sichtweite so begrenzt ist. Ja, das ist also der Vorteil bei der ganzen Sache. Okay, also disruptete Einheiten haben nur 2 Drittel ihrer Bewegungsfähigkeit. Im Sturmangriff nimmt der Angreifer doppelt so viel Müdigkeitsschaden
und disrupted automatisch, selbst wenn er erfolgreich ist. Und jetzt kommt noch eine dritte Auswirkung der Nacht, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und gefährlich. Da bin ich selbst schon drüber gestolpert, das hat mir schon ein ganzes Spiel gekostet. Also wirklich ein Wort zur Warnung. Und zwar, wann immer sich eine Einheit in der Nacht nicht in Marschformation und auf nicht verstopften Straßen bewegt, besteht eine gewisse Chance, und zwar eine sehr hohe, dass sie automatisch disrupted. Also die einzige sichere Bewegung in der Nacht ist es, in Marschformation zu sein und sich auf Straßen zu bewegen. Und diese Straßen dürfen dabei auch nicht verstopft sein. Ja, immer aufpassen, dass wenn es einen Stau gibt, dann ist das problematisch. Und zwar findet sie diese Chance natürlich in den Parametern. Und zwar ist das die Night Move Disruption. Und das ist der Wert für eine Einheit der Qualität C. Je höher die Qualität der Einheit, umso geringer ist die Chance, dass die Einheit durch diese nächtliche Bewegung disruptet. Also zum Beispiel, das kann man im Handbuch alles nachlesen, eine Einheit mit der Qualität A, also eine super duper Spitzeneinheit, für die wäre dieser Wert hier um nur ein Viertel. Das heißt, die hätte nur eine 17%ige Chance pro Hexbewegung, dass sie disruptet. Einheiten der Qualität B hätten dann in dem Fall noch 35%, Einheiten der Qualität C haben eben genau 70 und ab D geht es schon über 70, also ist schon sehr, sehr sicher, dass die Einheit eigentlich disruptet. Ja, also ab Qualität C, D kann man annehmen, dass eine Einheit automatisch disruptet durch Bewegung. Wir können das auch ausprobieren. So, und zwar werden wir versuchen, wo haben wir es denn da? Ja, wir haben hier also jetzt eine Einheit, die befindet sich in Marschformation und die hat hier eine Straße. Das heißt, mit der Einheit können wir uns eigentlich sicher bewegen. Schauen wir mal, was passiert. So, wir haben uns da jetzt drei Hexes weit bewegt und wir sind nicht disrupted. Natürlich werden wir mehr Müdigkeit nehmen dann im nächsten Spielzug, weil die Einheit bei Nacht aktiv war, das ist klar. Aber wir sind zumindest nicht disrupted. So, jetzt probieren wir was anderes. Wir nehmen die Einheit hier, die ist in Marschformation, aber wir bewegen sie jetzt abseits der Straße, hier in dieses Hexfeld. Schauen wir mal, was passiert. Zack, sofort disrupted. Ja, das ist also eine Einheit, die hatte Qualität D, Ausgangsmoral, und die hatte also eine Chance von, was wird das dann sein, so 80% oder so, zu disrupten aufgrund dieser nächtlichen Bewegung. Pro Hexbewegung. Ja. Machen wir noch ein Beispiel, schauen wir hier. Das ist eine Einheit mit Qualität B. Ja. Die hat schon eine ganz gute Chance, dass sie nicht disruptet. Ja, die hat, wir haben uns das vorausgerechnet, 35% pro Hex. Ja, jetzt schauen wir mal, sie befindet sich nicht in Marschformation und könnte daher jetzt disrupten, wenn wir sie bewegen, zu 35%. Ja, das ist gut gegangen, probieren wir es noch einmal. Noch einmal gut gegangen und ein letztes Mal. Ja, da haben wir jetzt kein Glück mehr gehabt, jetzt ist sie disrupted. Ja. Also merken, in der Regel unsere Infanterieeinheiten haben alle nur eine schlechte Qualität, sowohl die serbischen als auch die K&K-Truppen. Also Infanterie disrupted so gut wie automatisch, wenn man sie eben in der Nacht abseits von Straßen und oder nicht in Marschformationen bewegt. Gute Kavallerieeinheiten mit Qualität A, B, die haben eine Chance, dass sie sich da in der Nacht bewegen können, ohne zu disrupten, aber es ist halt auch nicht sicher. Ja. Also sehr vorsichtig sein bei Bewegung in der Nacht. Erstens kann es sein, dass man disruptet, zweitens sammeln die Einheiten sehr viel Müdigkeit an dadurch.